Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sneaker Kult und wir schauen uns heute den Off-White Nike Air Presto an. Also, wie bereits angekündigt, wieder eine Nike Off-White-Folge. Wer mir auf Instagram folgt, hat schon gesehen, dass ich das Teil bekommen habe. Ich war schon draußen, habe Fotos gemacht, habe die natürlich direkt angezogen und Feed auch schon vorab gemacht, deswegen ist die Sohle schon ein bisschen schmutzig. Aber so muss es auch sein, bei einem geilen Schuh, der einem richtig gut gefällt, direkt anziehen und rausgehen, da hat man den größten Spaß mit. Und der Presto ist definitiv auch mit das Beste, was 2017 insgesamt rausgekommen ist, herstellerübergreifend. Ich bin wirklich richtig begeistert von dem Ding, bin auch froh, den jetzt zu haben und den schauen wir uns mal im Detail an. Auch ein Modell aus der Revealing-Serie. An für sich haben wir vom Grundaufbau den ganz normalen Presto, den man leicht verändert hat mit verschiedenen Materialien. Es fängt zum Beispiel vom Grundaufbau an. Wir haben ein sehr flexibles Mesh hier vorne an der Toebox. Das ist sehr dehnbar, sehr bequem, sehr luftdurchlässig, ja, sehr offenporig, wie man hier sieht. Wir haben eine sehr auffällige Naht hier rum, ja, die nach außen gelegt wurde, was auch nochmal so diesen zusammengesetzten Look etwas verstärkt. Untypisch für den normalen Presto, also für den Standard-Presto, ist der Swoosh, den wir hier haben. Normalerweise der Presto hat ja keinen Swoosh. Den hat man einfach nochmal hier drauf gesetzt, auch etwas größer mit dieser Zickzacknaht und auch eine ganz schöne Struktur zum einen von der Farbe. Ich hoffe, man sieht das. Das ist wie so leicht gesprenkelt, schwarz bis ins Silberne hinein und aber auch von der Oberflächenstruktur. Ich weiß nicht, ob man das hört. Da sind ganz kleine Rillen drin und da müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr euch den jetzt noch irgendwie im Resell holt. Es sind einige Fakes wohl auch schon wieder unterwegs und die sehen auch gar nicht so schlecht aus, habe ich festgestellt. Auf den ersten Blick fast gar nicht zu erkennen, erst wirklich bei so kleinen Details sieht man dann, dass es ein Fake ist oder ob es ein Original ist. Achtet auf jeden Fall genau drauf und wir haben auch das orangene Fähnchen hier vorne, wie bei allen Modellen. Das Farbkonzept gefällt mir auch sehr schön in dem Schwarz und mit dieser Off-White-Sohle, die so einen leichten Gelbstich auch hat, ähnlich wie der Cage. Sehr auffällig bei diesem Modell natürlich auch diese richtig coole Zunge, die man hier angebracht hat und die hat funktional auch überhaupt gar keinen Sinn, also es ist wirklich nur ein Designelement. Das ist diese Schaumstoffzunge, wie wir das auch von anderen Modellen kennen, hier oben mit noch mal einer schönen roten Naht, das Nike-Label an der Seite angebracht und ansonsten kann man das, wenn die Laces ab werden, hier nach vorne aufklappen, die ist nur hier unten festgenäht und einfach so, ich sag mal, wie so ein Schaumstofflappen einfach hier mit dieser Naht oben aufgebracht. Ja, darunter finden wir die gewöhnliche Socke, nenne ich sie jetzt mal, wie wir sie auch vom Presto kennen. Auch nochmal hier mit dem Logo Nike und diesem P innen auch mit Mesh. Der Einstieg fällt erst ein bisschen schwer, ist relativ eng. Den gibt es auch übrigens nur in vollen Größen, also US 8, 9, 10, 11 und so weiter, keine halben Größen. Fällt true to size aus, ich habe in allen Nike-Schuhen eigentlich eine US 9, so Air Max 97 gehe ich eine halbe hoch. Bei dem brauche ich auf jeden Fall auch eine US 9, also ich gehe da absolut true to size, passt perfekt. Einstieg fällt erst ein bisschen schwer, man hat das Gefühl, es ist ein bisschen eng, aber wenn man erstmal drin ist, sitzt der perfekt. Von daher empfehle ich auf jeden Fall die ganz normale Größe. Weiter geht es mit einem weiteren Detail, nämlich hier diesen Strap, den man hier angebracht hat, auch nochmal mit dem Air-Aufdruck. Gibt dem Schuh auch einen sehr coolen Look, ist aber, ja, muss man ehrlich sagen, so ein bisschen billig gemacht. Man hat einfach diesen Strap hier an den Cage von innen angenäht und verklebt so ein bisschen und dann einfach hier drumherum gezogen, hinten mit so einer Nylonöse. Und hier hat man dann einfach Klettverschluss, wird hier angebracht. Ist ein bisschen billig, sieht aber definitiv ziemlich cool aus. Auf der Innenseite natürlich auch wieder der Stempel mit dem Headquarter, Modellname, ja, wie wir das von den anderen Modellen kennen. Und auch die Laces, hier nochmal mit Schuhlaces drauf gedruckt. Das sind hier jetzt die weißen, sehen ziemlich cool aus. Richtig geil kommt der natürlich mit den orangen Laces, passend zu dem kleinen Detail hier vorne am Swoosh. Ich habe jetzt mal beide drin, auch für die Fotos und auch fürs On-Feed mal beide drin gelassen, damit ihr seht, wie beide wirken. Zusätzlich zu den zwei Farben kommen dann aber auf jeden Fall noch welche in Schwarz und auch in Grün. Grün gefällt mir überhaupt nicht, Schwarz ist ein bisschen langweilig, deswegen meine Wahl auf jeden Fall Orange oder Weiß. Vielleicht auch beides kombiniert, sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, aber das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte. Ja, so viel zum Off-White Nike Air Presto. Absolut gelungenes Teil. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr kommt. 2018 soll ja weitergehen mit Off-White. Man hat schon Jordan 1 gesehen in einem weißen Colorway. Wir haben auch einen weißen Vapor Max schon gesehen. Was ich mir für 2018 wünsche, ist von Off-White auf jeden Fall ein 180er. Das ist ja wirklich mein allerliebstes Nike-Modell. Und es gehen auch schon Gerüchte rum, dass 2018 so Richtung Air Max Day auch ein 180er wieder rauskommen soll. Das würde ich mir wünschen. Als neue Interpretation von Off-White, das wäre cool. Und natürlich ein Air Max 1 wäre auch nicht schlecht. Aber bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit, es werden noch andere Sachen kommen. Und ich zeige euch jetzt noch das On-Feed und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.